Verzweifelt versucht Natalia aus München, ihren Vater zu erreichen. Der arbeitet in Tschernobyl im Atomkraftwerk. Es ist einer von vielen erfolglosen Versuchen. Geht nicht. Vielleicht klappt es später. Natalia ist ratlos. Sie sucht nach Informationen über ihren Vater im Internet. Sie hat Angst. Sie will wissen, wie es ihm geht. Am 25. Februar haben russische Soldaten das Atomkraftwerk angegriffen und besetzt. Alle, die dort die Nachtschicht hatten, konnten ihren Arbeitsplatz nicht mehr verlassen. 25 lange Tage. Mitarbeiter müssen die Anlage rund um die Uhr kontrollieren. Jetzt endlich durfte ihr Vater aus dem Kernkraftwerk raus, mit 64 weiteren Kollegen. Andere nehmen nun freiwillig deren Plätze ein. Die Mannschaft trifft sich mit Stadt- und Kernkraftverwaltung. Die Stimmung ist angespannt. Diskussionen, Fragen, Verzweiflung. Wir haben keinen Arzt. Wir haben nach Freiwilligen bei unserem Personalstab gefragt, aber es gibt keine Freiwilligen. Wir können niemanden zwingen. Sie können sich nicht vorstellen, wie es da drin abgeht. Natalia kann ihren Vater nicht erreichen. Die Telefonverbindungen sind schlecht. Aber sie stößt auf ein Interview eines ukrainischen Journalisten, der mit ihrem Vater über die Tage im Kraftwerk spricht. Wir bekamen zweimal am Tag zu essen. So haben wir es geschafft, über den Tag zu kommen. Wir haben dann alle Schränke unserer Kollegen aufgemacht und haben uns Kaffee und Kekse genommen. Meine Mutter sagt, dass es sogar keine Seife gab, um die Unterwäsche zu waschen. Ja. Nein, sie haben keine Zähne geputzt, es gab nichts da. Also ja, keine. Ja. Natalia versucht es noch einmal. Zu Hause in Slavutic bei ihrer Mutter. Mama? Sie hat geantwortet, aber es gab kein Audio. Mama, du mir slyschisch? Mama, hörst du mich? Ah, jetzt. Ja, ich höre dich. Schlechte Verbindung. Natascha, ja, Mama, kannst du erzählen, wie es in Slavutic ist? Ja, ja, wir sehen dich. Slavutic ist heute vollkommen isoliert und blockiert. An allen Ausfahrtsstraßen stehen bewaffnete Russen. Natalias Mutter ist besorgt um den Vater, der in wenigen Tagen wieder ins Atomkraftwerk gehen wird. Die russischen Soldaten, die sich jetzt im Atomkraftwerk aufhalten, die gehen mit ihren Stiefeln über mit Cäsium verseuchte Erde und dann gehen sie mit ihren dreckigen Stiefeln ins Gebäude. Also die beachten überhaupt keine Regeln, um die Strahlung klein zu halten. Sicher ist, die russischen Soldaten haben bei ihrem Überfall radioaktiven Staub aufgewirbelt. Das zeigen Messdaten vom 25. Februar. Uwe Stoll von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit erklärt, dass die radioaktive Belastung gestiegen ist. Wir sehen hier Messwerte von 92.700 Nanosievert, was in etwa den Zehnfachen des normalen Wertes entspricht, den wir dort haben. Das heißt, die radioaktive Strahlung in Tschernobyl ist nach der russischen Invasion gestiegen, aber nicht lebensbedrohlich. Aktuelle Strahlungswerte gibt es allerdings nicht. Die Verbindung zum Kernkraftwerk wurde gekappt. Neueste Berichte von den Mitarbeitern des Kernkraftwerks sind beunruhigend. Also ist die Strahlung jetzt viel höher? Es ist höher als normal, ja, genau. Und die Mitarbeiter, die jetzt dann tagelang drin sind? Die wissen das. Aber die bekommen jeden Tag immer mehr Strahlung ab? Ja, genau. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Irgendjemand muss da arbeiten. Natalia hat große Angst um ihren Vater, denn der muss bald wieder ins Kraftwerk. Wie lange das jetzt so gehen wird, weiß niemand.